Und damit auch ein herzliches Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Nuzlocke Challenge in Renegade Platinum, Part Nummer 6 mittlerweile. Und genau zum richtigen Zeitpunkt kommt der gute Rucksack hereingeschneit. Beep. Minion Rule, ja. Der Minion ist appeared. Rucksack, einen wunderschönen guten Abend. Kommst wirklich genau richtig zum Beginnen. Zum Beginn dieses Partes. Wie geht es dir, mein Lieber? Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich wollte gerade eben anfangen. Und zwar muss ich euch auf der Box etwas zeigen. Erstmal, ihr seht am Rahmen, es gibt eine Teamänderung, die ich hier noch gar nicht angepasst habe. Aber das werden wir zuallererst tun. Und schauen wir doch mal auf die aktuelle Box. Und das eine oder die eine oder andere Veränderung wird vielleicht jetzt schon auffallen. Denn ich habe tatsächlich nicht nur unsere Teammitglieder alle bis auf Level 28 trainiert, also wirklich nur minimal, sondern auch ein paar Teammitglieder, die auf der Bank waren, wie zum Beispiel die gute Rosette, unseren Kasua oder, womit ich jetzt auch nicht gerechnet hätte, ich habe tatsächlich auch Son Goku trainiert. Wieso, weshalb, warum? Dazu später noch ein bisschen mehr. Porygon, Rose, das sich mittlerweile zu Knorke entwickelt hat. Und Sobek, unser ehemaliges Kanimani, das sich jetzt schon zu einem Tyrakrok entwickelt hat. Und das wird die erste Veränderung des Teams sein im heutigen Stream. Denn Tyrakrok wird reinkommen für Shillok. Und je nachdem, wie weit wir heute im Stream kommen, werden wir noch eine zweite Teamveränderung vornehmen. Falls wir so weit kommen, dass wir heute die Geisterarena herausfordern wollen. Denn da habe ich mir etwas überlegt. Und dazu, oder deswegen habe ich auch den guten Son Goku tatsächlich trainiert. Wer oder der eine sehr gute Kontermaschine für die Geisterarena darstellen könnte. Guten Abend zusammen. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Schaltet besser weg. Schaltet besser weg, sonst seht ihr wieder Dinge sterben. Mal gucken, es könnte durchaus so weit kommen. Aha, Killer hat seine Rosette trainiert. Ich meine, das tue ich ja tagtäglich. Also im Real Life. Und jetzt sogar auch im Game habe ich auch die gute Rosette mal wieder ein bisschen trainiert. Ab und zu braucht ihr mal ein bisschen Freilauf, ein bisschen Auslauf. Ein bisschen frische Luft tut ihr einfach gut. Und deswegen habe ich gesagt, bevor sie da komplett... Now let's ride this wave of excitement back to the courtroom and get back to the trial. Okay, ja gut, Monokuma, ich hab's verstanden. Wir sollen also zurück zur Nuzlocke Challenge zurückkehren. Okay, bin schon dabei. Abgesehen davon, von meiner kleinen Trainingssession, haben wir einen Fehler gemacht. Oder ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar haben wir ein Pokémon gefangen, nämlich Wablu, das wir nicht hätten fangen dürfen. Und zwar haben wir Mrs. Cloud, unser Jolly Wablu, was gar nicht mal so schlecht gewesen wäre, ja auf der Route 211 gefangen, die sich rechts vom Kraterberg befindet. Das Blöde ist, die Route links vom Kraterberg gehört ebenfalls noch zur Route 211 und da hatten wir zuvor schon Tyson, unser Rabauz, gefangen. Sprich, der Fang von Wablu war irregulär und deswegen, es tut schon ein bisschen weh. Ich glaube, Altari hätte ein richtig gutes Pokémon werden können, aber leider Gottes, zum Glück haben wir es im Kampf nirgendwann eingesetzt und deswegen müssen wir es leider Gottes jetzt wieder in die Freiheit entlassen. Tschüss, Mrs. Cloud. Ich hätte dich sehr gerne benutzt, aber die Regeln schreiben vor. Nope, du darfst leider... Cheater! Ich habe es doch gerade entlassen und wie gesagt, wir haben Gott sei Dank Cloud ja auch nicht, oder Mrs. Cloud nicht eingesetzt. Deswegen... Nix Cheater, Regelbruch, der in dem Sinne jetzt kein Regelbruch mehr ist, haben wir einfach ausgemerzt. Noch eine ganz kleine Änderung. Und zwar habe ich den Spitznamen von Magby, das wir beim letzten Mal gefangen haben, unser letzter Encounter, habe ich einfach auf Magmarita. Weil er mir einfach viel besser gefällt. Einmal abgeändert. Ich hoffe, Rose, du wirst mir nicht böse sein. Wie war denn nochmal der vorige Name, den sich Rose ausgedacht hat? Marete oder so? Ich bin mir unsicher. Aber halt wegen Margarita, versteht ihr? Ich mag Marita. Und Rita ist dann auch noch ein Name.
Okay. Deswegen, Magpies Name wurde einfach angepasst, wobei die Wahrscheinlichkeit eher sehr gering ist, dass wir es irgendwann mal im Kampf einsetzen werden. Und dann ist noch eine andere Kleinigkeit beim Training außerhalb des Streams passiert. Und zwar, ihr seht es vielleicht schon an dem Boxnamen. Ich bin tatsächlich dem ersten Shiny-Pokémon hier begegnet. Und zwar einen Shiny Numel, also einen Shiny Kamaup. Wobei man echt zweimal hingucken muss bei der Farbe. So sehr fällt es bei Kamaup nicht auf, dass es ein Shiny ist. Natürlich, die Farbe auf seinem Hocker ist total anders, aber hätte ich nicht ganz genau aufgepasst, das hätte man, glaube ich, auch schon mal ganz schnell übersehen können. Aber die große Frage ist jetzt natürlich an dieser Stelle. Wir gucken uns erstmal das Wesen an und wir sehen, das Wesen ist nicht so toll. Es ist bescheiden. Die Offensive geht nach unten und der Speed, bei einem Kamaup geht der Speed nach oben, ist so lala. Aber die Hauptfrage, die sich da jetzt stellt, sollen wir, dürfen wir dieses Pokémon benutzen? Und ich bin eher der Meinung, Pokémon, die ich außerhalb des Streams, also Shiny-Pokémon, die ich außerhalb des Streams fange, sollte ich eigentlich nicht benutzen dürfen. Ich hätte ja theoretisch, es gibt ja dieses wunderschöne Pokeradar, ein schönes Tool, mit dem man sich die Shiny-Jagd um einiges leichter machen könnte, könnte ich theoretisch natürlich benutzen, um mir Shiny-Pokémon zu erspielen. Aber das wollen wir natürlich nicht machen. Darf es aber nicht nutzen, weil nicht. Ja. Und möglicherweise nicht Legit. Genau. Das wollte ich gerade sagen, Ruxig. Genau. Schön, dass du genau meiner Meinung bist. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Für die, die noch nie einen Shiny Kamaup gesehen haben. Und dazu zähle ich mich auch. Ich habe vorher noch nie einen Shiny Kamaup gesehen. So sieht es also aus. Aber ich bin voll deiner Meinung. Das dürfen wir in der Nuzlocke ebenfalls nicht benutzen. Ansonsten. Wie gesagt, eine Änderung gegenüber den letzten Stream haben wir jetzt gerade gemeinsam vorgenommen. Wir gucken nochmal ganz schnell über unser Team drüber. Zum einen haben wir Flegel. Ich glaube, der war beim letzten Mal schon auf Level 28. Hat sich dementsprechend nichts geändert. Genauso wenig bei Nils, unserem Nidoking. Umbra hingegen, unser Nachtara, hat auf Level 28, zu meiner Verwunderung, Play Rough, sprich den Knuddler, gelernt. Den ich erstmal mit reingenommen habe anstelle des Konfusstrahles. Bei Feenattacken, ja, kann nicht schaden, mit im Team zu haben. Und ich glaube, der Angriff, ja, wobei der physische Angriff ist jetzt nicht so gut von Nachtara. Nichtsdestotrotz, ich glaube, als Coverage erstmal ganz in Ordnung. Und der Gerät hat ebenfalls auf Level 28 eine neue Attacke gelernt. Und zwar das Irrlicht habe ich anstelle der Donnerwelle mal mit reingetan. Ich glaube, Paralyse. Haben wir irgendwo die Chance, mit jemand anderen zu paralysieren? Mir war so. Auf jeden Fall ist mir manchmal der Burn ein bisschen lieber als die Paralyse. Und da die Donnerwelle ja auch keine hundertprozentige Treffergarantie hat in dieser Gen, habe ich mich dazu entschieden, das Irrlicht der Donnerwelle vorzuziehen. Nur falls hätten wir die Donnerwelle ja auch noch als TM. Gloriosa hat sich nichts geändert. Und dann halt noch unser Neuzugang Sobek. Mit einer, wie ich finde, schon sehr guten Attackenvielfalt. Crunch, Aqua Jet, Ice Fang und das Aerial Ace. Und einen, wie ich finde, auch schon sehr vernünftigen Angriff. Für ein nicht ganz entwickeltes Pokémon. Jetzt schon fast ein Attack von 60. Not bad, not bad. Mal so im Vergleich zu Nidoking. Der ist jetzt nicht so viel besser, unser liebes Nidoking. Als Führerkrog. Und zudem, die erfahrenen Pokémon-Spieler werden es wissen, unser Führerkrog, unser Sobek, wird sich auch schon demnächst entwickeln. Und ich will nicht zu weit in die Zukunft schauen, aber ich glaube, Impergator, das potenzielle Impergator, ist in dieser Challenge, in diesem Run, in diesem Hack, möglicherweise eins der stärksten Pokémon. Denn, so viel sei schon mal vorneweg gesagt, das gute Impergator bekommt bei der Entwicklung hier in diesem Hack den Unlichttypen hinzu. Und wenn wir wirklich schon ganz weit vorausschauen denken, Richtung Top 4, die ja besteht aus einer Käfer, einer Boden, einem Feuer und einer Psycho, wenn ich mich gerade nicht komplett täusche, Top 4,
gegen drei von den vieren, abgesehen vom ersten, wäre Impergator eine sehr gute Wahl. Und natürlich auch für die Arena. Und nicht Pokémon gegen Geist, natürlich auch ein absolutes Must-Have. Und damit kommen wir auch schon so langsam Richtung Arena und Teambuilding. Sollten wir es heute bis zur nächsten Arena schaffen, werden wir höchstwahrscheinlich Gloriosa, also nicht nur wahrscheinlich, dann werden wir definitiv unser Bronze noch aus dem Team nehmen. Die Frage ist dann nur noch für wen. Und deswegen habe ich tatsächlich Mundtier trainiert, denn Mundtier ist natürlich ein Normal-Pokémon, das übrigens auch Dunkelklaue gelernt hat, also eine sehr effektive Geisterattacke. Und vor allem, es kann durch die Fähigkeit nicht eingeschläfert werden. Und Geister-Pokémon wie Gengar, Traumagil und vielleicht in diesem Hack auch noch einige andere arbeiten ja gerne mit Hypnose und den können wir dann auch noch zusätzlich damit umgehen. Das war so mein Plan dahinter, deswegen wir eventuell tatsächlich Son Goku, sprich unser Mund hier, ins Team nehmen. Ich habe zwar gesagt gehabt im letzten Part, es wird zu 100% niemals ins Team kommen, aber gerade speziell, wirklich nur ganz speziell für diese kommende Arena, könnte Mund hier sehr, sehr wichtig werden und vor allem sollten wir irgendwann ein Pokémon opfern müssen im Arena-Kampf, dann könnten wir, so hart es klingt, ich glaube Son Goku dann auch tatsächlich mehr oder weniger wegwerfen. Was ich offscreen übrigens auch gemacht habe, ich habe ein paar Beeren überall angepflanzt. Ein paar sind sogar schon reif geworden, wobei doch nicht. Wobei die Siegenbeeren könnte ich pflücken, aber nö. Die sollen erstmal weiter wachsen, denn sie sind sehr, sehr glücklich. Aber bevor wir Richtung Herzhofen gehen, gehen wir jetzt erstmal diese Route hier unter der Brücke entlang, unter dem Fahrradweg. Denn da ist dann noch eine Höhle und da können wir natürlich auch ein Pokémon fangen. Und mal schauen, was uns sonst noch so dort erwarten wird. Undicht ist gegen Geist ein Muss. Also bin ich mit einem einzelnen Lorblatt immer falsch gewesen gegen Jens. Aber ich habe doch gewonnen. Auch in einer Nuzlocke hast du mit einem einzigen Lorblatt in einem Hack wie diesen, einem einzigen Lorblatt, Jens besiegt? Ja, im regulären Spielverlauf gebe ich dir recht, da wird wahrscheinlich ein Lorblatt irgendwie reichen. Denn da wird Gengar zum Beispiel ja auch keinen Schlammbad oder irgendeine Giftattacke können. Aber hier verhält sich das dann vielleicht doch ein bisschen anders. So, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Und finden die TM74, den Gyroball. Ja, keine schlechte Attacke. Für langsame Pokémon wie zum Beispiel unser Bronzel, das den Gyroball allerdings schon beherrscht, kann das taktisch bei einigen Pokémon schon ziemlich nice sein. So, da haben wir einen Wanderer. Und Wanderer, wie wir wissen, kämpfen gerne mal mit Gesteins- und Kampf-Pokémon. Packen wir doch mal Gloriosa, unser Bronzel nach vorne. Nicht nur in meinem Heck, aber im normalen Silber. Ja, in der normalen Silber. Oh, willst du gar nicht kämpfen? Hey, this is odd. I heard there were two caves on Route 206. Zwei Höhlen? Also zwei Höhleneingänge vielleicht, aber doch nicht zwei verschiedene, oder? But I can only find one entrance. Ah, da hat... Gibt uns sogar noch diesen extra Hint. Hint, da gibt's noch einen anderen Eingang. Schau dich ganz genau um. Und umschauen tun wir uns auf jeden Fall. Denn ich habe schon wieder ein Item erspäht. Und es hätte hier wilde Spoink gegeben. Ich hatte noch nie ein Spoink im Team tatsächlich. Ist Groink ein gutes Pokémon? Mal so ganz doof gefragt. Ich habe es zumindest irgendwie nie als... Oh, ein Donnerstein. Ich habe es irgendwie nie so als richtig stark empfunden. Und wie bei so vielen Pokémon aus Gen 3 habe ich noch nie irgendwie die Möglichkeit gehabt, sie wirklich aktiv mal in einem Team zu spielen. Schade eigentlich. Denn auf dieser Route war ja unser Magby, die Magmarita, unser Routen-Pokémon. Aber er will kämpfen. Und damit rein in den Battle. Unser erster Fight am heutigen Tag gegen Tedor. Tedor Fontane. Mit einem Kurtel. Oder Torkoal im Englischen. Und es holt automatisch die Sonne raus. Und das heißt wiederum für uns, Gloriosa, wir ziehen dich mal eben ganz schnell zurück. Und Kurtel hatte doch eine sehr gute physische Verteidigung, ne? Da die Sonne draußen ist, wird natürlich auch, oder werden Wasserattacken abgeschwächt.
Das ist eine gar keine mal so gute Situation, to be honest. Aber ich glaube, wir müssen direkt mal zu Sobek raus. Ich meine, was kann Kuddel auf diesem Level? Natürlich Feuerattacken, vielleicht irgendeine Gesteins- oder Lavaplume sogar schon. Wie viel macht das? Oh, und wir bekommen den Burn. Das ist überhaupt nicht gut. Und damit willkommen in der Renegade Platinum Nuzlocke Challenge, wo jeder Kampf auf einmal ein ganz schönes Hindernis darstellen könnte. Dadurch, dass Sobek jetzt brennt, könnte eine weitere Lava-Plume-Attacke mit Volltreffer sowieso ausreichen, plus den Burn. Tja, Flegel. Dann müssen wir die Sonne wahrscheinlich erstmal ausrollen. Das ist jetzt gerade eine ziemlich bescheidene Situation. Ich meine, wir könnten zu Nachtara. Umbra wird sowieso alles abfangen. Aber wir machen halt ihm dann auch nicht so viel Schaden. Es ist ein Männchen. Wir könnten theoretisch zu Nils und dann den Schaufler drücken. Aber Nils wird auch ganz schön viel Schaden von Lavaplume abbekommen. Special Defense 47. Was hast du, Sobek? Summer Reward ich. 43. Neo Kings Spezialverteidigung also nur minimal besser. Und wird nicht resisted. Oh Gott. Wir gehen erstmal zu Flegel. Und war es in dieser Gen nicht so, dass Wetterattacken... Oh shit, ist cursed. Es ist verflucht. Und steigert seine Verteidigung jetzt noch weiter. Das ist überhaupt nicht gut. Aber was war das in dieser Gen nicht so, dass Wetterattacken, wenn ein Pokémon reinkommt, wie jetzt Kurtel zum Beispiel, dass das Wetter dann die ganze Zeit draußen sein wird? Ich glaube, das hört dann nicht irgendwann auf, ne? Die Frage ist jetzt, macht ein Durchbruch mehr Schaden als ein Lavaplume? Ich glaube nicht. Ich gehe mal auf Lavaplume. Ja, und das macht okayen Schaden auf jeden Fall. Und es cursed weiter. Oh, das wird doch... Oh, das wird jetzt kein Steinhagel oder sowas können, oder? Also ich meine, es kann theoretisch Boden- und Gesteinsattacken lehren. Und Kuddel ist auch so ein Pokémon, wo ich sehr lange gedacht habe, dass es auch den Gesteinstypen hat. Aber es ist ein Feuer-Monotyp. Oh, ich trau mich nicht. Ich will nicht, aber ich muss. Ja, hier blieb's noch bis zum Kampfende, bis ein neuer Effekt kam. Oh Gott. Okay, also können wir die Sonne gar nicht ausdrollen. Und raus! Hallo! Ich bin ja immer noch nicht im Team. Ja, aber ich verspreche dir, Rose, nach der nächsten Arena. Es hat tatsächlich mit der nächsten Arena zu tun. Ich habe mir noch die Zusatzregel gemacht, dass ich pro Stream maximal 2 Pokémon im Team austauschen darf. Und einen Wechsel muss ich mir noch in der Hinterhand behalten, falls wir bis zur nächsten Arena heute kommen sollten. Und da wird Knogger, wird die gute Rose mir noch nicht unbedingt helfen. Aber ich verspreche dir, sobald wir mit der nächsten Arena durch sind, wird die gute Rose wieder zurück ins Team kommen. Wahrscheinlich dann für Nidoking, nehme ich mal ganz stark an. Oh shit, Body Slam, das wird Schaden machen. Das wird Schaden machen. Und natürlich sind wir paralysiert. The Sunlight is strong. Oh, toll. Jetzt werden wir nicht mehr schneller sein. Wir gehen zu der Gret. Denn der wird jetzt nicht auf die Feuerattacke klicken. Und ich meine, selbst wenn er auf die Feuerattacke klickt, das sollte Rotom noch aushalten. Natürlich geht er auf die Feuerattacke. Oh, das wird Schaden machen, das wird Schaden machen, das wird Schaden machen. Ich korrigiere, vielleicht kommt Knogger doch schneller zurück ins Team, als gedacht. Ach, Gott, dammit. Rotom, dead. Und weg ist der Plepp. Der Plepp? Der Blieb?
Odom, mein Freund. Der Gerät, er schläft niemals. Er schläft niemals nie. Doch, der Gerät ist jetzt auf ewig schlafen gegangen. Ich bin tot. Indeed. Odom ist gerade von uns gegangen. Es ist der erste Kampf heute. Und ich habe echt mit den Gedanken gespielt, wie weit kommen wir heute? Schaffen wir es? Schaffen wir es bis zur nächsten Arena heute? Was ein toller Start. Es kann ja nur noch besser werden. Meine Begeisterung hält sich kaum in Grenzen. Ich habe es wieder einmal geschafft, Saft rüber zu kippen. Und nun gehen manche Tasten nicht mehr richtig. Oh, richtig zu tippen. Oh, kenne ich das Gefühl. Wenn manche Tasten auf der Tastatur total festkleben. Ekelhaft. Ekelhaft. Aber warum machst du denn auch sowas? Oh je, warum killen so viele ihre Tastatur mit Saft? Ja, ist eine gute Frage. Weil sie es können. Weil der Gerät ist Liebe. Der Gerät war Liebe. Haben wir jetzt ein gesamtes Movepool gesehen? Ich glaube ja, ne? Flammrad, Lavaplume, Curse und Body Slam. Na gut, wir machen jetzt einmal Schaufler. Und das sollte hoffentlich ausreichen. Ich hoffe nicht, dass er jetzt nochmal auf Curse geht. Falls doch, könnten wir ein Problem bekommen. Er geht nochmal. Oh mein Gott. Ich meine, wir haben Rivalität. Komm, das muss ausreichen. Das muss ausreichen. Ich war nicht hundertprozentig sicher. Heilige Scheiße. Und deswegen sage ich ja, in so einem Hack, wie zum Beispiel Renegade Platinum, es kann ein einzelner Trainer, ein einzelnes Pokémon sein, das sein komplettes Team potenziell komplett auseinandernehmen kann. Ach, hallo Mankey. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück und uns die Frage stellen, wollen wir tatsächlich dann Knogger, die gute Rose, mitnehmen? Erstmal setze ich einen Schutz ein. Achso, ich muss mal kurz ins Inventar gucken. Habe ich noch Zeug zum Verkaufen? Nö, momentan nichts zum Verkaufen. Dann erstmal wieder mit dem Fahrrad in Lichtgeschwindigkeit wieder zurück. Na Leute, wer hätte gedacht, wie viele Pokémon werden heute sterben? Hat da irgendjemand tatsächlich auf 0 Pokémon getippt? Denn beim letzten Mal sind wir ja komplett ohne Opfer durchgekommen. Auch durch den Kampf gegen den Team Galactic Commander. Aber heute, erster Kampf. Direkt erster Todesfall. Oh, das macht mir ein bisschen Angst vor dem, was da auf dieser Route da unten, vor allem in der Höhle, noch kommen wird. Achso, und was ich gerade sehe, welches Item hat Tyrakrok eigentlich gerade? Wahrscheinlich Mystic Water, nehme ich an. Ja, du hast Mystic Water als Item, das ist okay. Aber wenn wir schon mal dabei sind, Rotom, welches Item trägst du eigentlich? Den Expertengurt. Oh, den könnte ich eigentlich auch Tyrakrok geben. Aber erstmal müssen wir jemanden zum Grabe tragen. Sprich, auf die PC-Box transferieren. Normalerweise ist die 7 eine Glückszahl, aber in dem Fall ist es die Unlucky 7. Und eins unserer wenigen und auch sehr seltenen Geist-Pokémon, was doppelt und dreifach bitter ist, Geist-Pokémon im Team zu haben, ist eigentlich ziemlich nice. Vor allem Rotom, das auch noch Levitate hat. 3 Typen immunisiert mit Normalkampf und auch Boden. Und auch noch den Vorteil hat, es hätte sich in verschiedene Formen verwandeln können. Ich weiß nicht, wann wir diese Geräte finden, wo wir hätten. Wobei, es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Wir haben der Gerät nicht mehr. Der Gerät ist ausgeschaltet, nicht mal auf Standby. Einfach auf den Off-Knopf gedrückt. Der Gerät, es tut mir leid, es war wirklich ein sehr, sehr kurzes Vergnügen mit dir.
Oder wir nehmen jetzt schon ein Normal-Pokémon mit. Und ich meine, oh, stimmt, Staravia ist natürlich auch ein Normal-Pokémon, ne? Macht es Sinn, ein Flug-Pokémon mitzunehmen? Dann habe ich halt immer noch die eine Option offen, dass ich entweder Mundtier oder Porygon später noch einwechsle. Ich glaube, wir nehmen doch Porygon mit. Unser Rubik. Das Wesen ist halt mal wieder total beschissen, ne? Die Werte sind auch eher durchschnittlich maximal. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Kasur nochmal mit. Hallo, mein Lieblingsstreamer. Hä? Wer streamt denn gerade? Lieber Woody. Aber einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Aber wer ist denn dein Lieblingsstreamer? Wer streamt denn gerade? Aber schön, dass du einschaltest. Wie geht es dir, mein Lieber? Bist du gerade wieder unterwegs? Oder warum bist du mit dem guten Woody gerade am Start? Was du gerade vielleicht schon verpasst hast. Wir haben gerade jetzt schon unser erstes Todesopfer im Stream gehabt. Ah, Rotom ist von uns gegangen. Rest in Peace an dieser Stelle. Jetzt muss ich mal kurz den Kasua-Sprite suchen. Den müsste ich doch irgendwo haben. Denn Kasua war ja schon mal im Team. Da haben wir ihn. Der Vogel ist zurück. Aber will sich irgendwie nicht so richtig platzieren lassen. So, dann machen wir das eben so. Welcome back to the jungle. Welcome back to the team. Mein kleiner Vogelfreund. Ah, mir geht's gut. Das freut mich doch zu hören. Zumindest einem geht's hier gut. Du willst nicht wissen, wo ich bin. Jetzt will ich es erst recht wissen. Wenn du das schon so sagst, dann musst du auch mit der Sprache auf jeden Fall rausrücken. Aber ich hoffe doch an einen legalen Ort, wo du dich auch aufhalten darfst. Er redet von Rose. Wem sonst? Was? Woody hält sich in Rose auf? Ich glaube, darauf war es gerade nicht mit... Ach so. Okay, ja, Toilette ist, glaube ich, ein legaler Ort. The place to be, wenn man gewisse Geschäfte gerade abwickeln muss und durchziehen muss. Dann darfst du auf jeden Fall auch dort sein. Gut, aber die Information, hast du recht, hätte ich jetzt doch nicht unbedingt wissen müssen. Aber trotzdem danke, dass du so offen deine Vorlieben teilst. Ich mache mir gerade Pflaumenkuchen warm. Kuchen! Es gibt keinen Menschen auf der Welt, wobei doch ein paar Menschen gibt es schon, aber es gibt kaum Menschen auf der Welt, die Nein zu Kuchen sagen. Wobei vom Pflaumen bin ich ehrlich gesagt nicht so der große Fan. Dann lieber ein Apfelkuchen oder Schokokuchen. Es gibt so viele Arten von Kuchen, warum denn ausgerechnet eine Pflaume? Ja, manche stehen natürlich auch auf Pflaumen. So, ich muss aber nochmal ganz kurz Item. Erstmal Sobek den Expertengurt geben. Die Frage ist natürlich dann, was geben wir Kasua? Haben wir noch irgendwas Sinnvolles? Ich glaube fast nicht. Noch kein Item, das Flugattacken verstärkt. Ich bin ein bisschen traurig. Dann geben wir dir eine Beere. Und zwar eine Antiparalysebeere. Die hätte uns vorhin im Kampf gegen Kurtel das Leben retten können. Hätte Nidoking eine solche Beere getragen. Das Nidoking? Ne, es war nicht Nidoking, sondern Vollriegel bzw. Igelaber. Hätte der eine solche Beere getragen, hätte es kein Opfer gegeben. Hätte Fahrradkette, nicht wahr? Und warum kommen hier so viele wilde Pokémon? Goddammit. Muss ich echt erst wieder einen Schutz einsetzen? Was fällt sich in mir auf? Was? Ich wüsste es, wenn ich schwanger wäre. Sicher? Wenn es gerade eben erst passiert ist? Da kannst du dir nicht hundertprozentig sicher sein. Ich kann ein Spiel nur auf der Toilette richtig genießen. Das war das weirdeste Kompliment, das man mir jemals gemacht hat. Aber vielen Dank, schätze ich. Mich freut es, dass ich auf der Toilette so gut genießbar bin. Unbeflecktes Empfängnis.
könnte man so ausdrücken. Du hast zwar nichts gespürt, aber das heißt nicht, dass da nichts war. Möglicherweise. Hä? Das sind Bären. Warum sind da Bären? Die habe nicht ich angepflanzt. Aber wir gießen sie trotzdem mal. Aber wie? Magic. It was magic. Vielleicht sind da kleine Kobolde oder kleine Feen mit der Maske von Kryo unterwegs und haben... Jesus. Genau das haben sie gemacht. Sie haben den Jesus-Tanz vorgeführt. Das würdigste Kompliment bis jetzt. Oh shit. Mal gucken, was da noch kommt. Ach Gott, das wird ein langer Abend, Leute. Ein langer, schrecklicher Abend. Für uns alle. Ich weiß nicht, für wen es schlimmer enden wird, aber am Ende wird hier niemand mehr am Ende auf allen Vieren sitzen. Ein Item. Ich will doch nur das Item holen. Ja, ich glaube, ich setze nochmal einen Schutz ein. Nein, danke. Du wurdest, wurde nicht nach deiner... Ganz langsam, ich muss erstmal was trinken, Leute. Bevor ich hier weiterrede. Stimme ist jetzt schon wieder am Eskalieren. Du wurdest nicht nach deiner Meinung gefragt, das wollte ich sagen. Okay, wer sein Junge wird, heißt der Killerwood. Was? Oh, die berühmten Festspiele in Killerwood. Das bestimmt auch irgendwo in Kalifornien. Da gibt es auch so ein Riesenschild, oder? Da steht dann wirklich ganz dick und fett Killerwood drüber. Wobei, eher Killer Rucksick. Was? Wieso hat, was hat Rucksick denn auf einmal damit zu tun? Rucksick hat das bei mir zuerst erwähnt. Ach so. Aber Leute, jetzt setzen wir erstmal einen Schutz ein. Denn... Zumindest war es im regulären Platin doch so, dass im zweiten Stockwerk seltenere Pokémon zu finden waren, richtig? Jetzt müssen wir erstmal den Eingang finden. Aber ich glaube, der war... Ja, wir haben den Eingang gefunden. Die Wayward Cave. Oh, und ich könnte mal das Itemradar auspacken. Jetzt packt der Killer die Sachen aus. Das ominöse Itemradar. Aber hier sind keine versteckten Items. Gut, gehen wir nach unten. Braucht man hier nicht das Fahrrad? Die Frage wurde instant beantwortet. Und diese wunderprächtige, fröhliche Fahrradmusik, die passt hier gerade irgendwie überhaupt nicht rein in diese Höhle. Du willst dein Kind nach mir benennen? So weit sind wir aber noch nicht, meine Hübsche. Oder doch? Da wird er rot. Blush. Wenn ich denn schwanger wäre, was ich nicht bin. So sagst du es. Und auch nur, wenn es eine unbefleckte Empfängnis wäre. Sex! Penis. Was? Sind wir wieder schon jetzt angekommen? Oh ja. Oh ja, die Musik passt ein bisschen besser hier gerade. Zu dieser Action. Über Stock und Stein. Und der Schutz ist ausgelaufen. Ah, dafür finden wir einen Top-Eater. Oh, ist das sexy. Oh, den nehme ich erstmal zu mir. Was ist überhaupt ein Eater? Also mal ernsthaft, was ist ein Eater? Trinkt man den? Sprüht man den sich auf die Haut? Oder wie nimmt man einen Eater zu sich? Auf jeden Fall unter dieser sexy Music. Liebe Grüße an alle Russen da draußen. Ich mag euch. Wobei, das ist jetzt auch schon wieder gefährlich, sowas zu sagen, ne? Hallo, liebe Russen. Und die, die es werden wollen. Kann ich irgendwie... Oh shit, unser Encounter übrigens. Hey. Ein Zubat. Zubat. Ich gehe mal, ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster und würde sagen, es hätte hier unten bessere Encounter gegeben. Hi. Na, Zubat, wie geht's dir? Warum guckst du denn so verängstigt? Du wirst doch gleich nur in ein rundes Objekt gestopft. Überlebst du einen Ruckzuckhieb? Ich bin mir unsicher. Level 21, ist es ein Weibchen? Vorausgesetzt, wir werden es fangen. Können wir uns natürlich auch schon mal einen Namen... Vampirella. Passt der hin? Doch, Vampirella müsste perfekt hinpassen. Können wir gerne machen. Aber überlebt es ein Ruckzuckhieb?
Ich gehe mal sicherheitshalber auf Gloriosa. Denn Gloriosa hat noch die Hypnose. Ich will hier nichts riskieren. Den X-Bad ist natürlich auch immer noch... Oh nein, ich komme Fußstrahl. Komm, fusioniere uns doch nicht. Den X-Bad, später immer noch ein sehr geiles Pokémon. Poison Fang. Du willst ein Stahl-Pokémon mit Gift vergiften. Natürlich geht die Hypnose daneben. Ich erinnere nochmal an das Debakel mit dem Schlafpuder aus der letzten Arena, wo das Schlafpuder 6-mal daneben gegangen ist. 75% Trefferquote. Aber hey, die zweite Hypnose, die trifft immerhin. So, dann machen wir noch einmal Gyroball. Das wird höchstwahrscheinlich gar keinen Schaden machen. Aber ein bisschen Damage drauf bekommen würde ich gerne. So, wir sind nicht mehr verwirrt. So will ich das sehen. Ja komm, probieren wir das mal. Ich meine, wir haben 72 Versuche. Das sollte schon irgendwie klappen. Wie soll ich denn üben, ohne mein Zutun, wen zu schwängern? Den anderen Weg kann ich, aber ohne? Überleg dir was. Denk kreativ. Und wir haben Zubat tatsächlich gefangen. Sehr, sehr schön. Und vor allem auf Level 21, das ist doch ein gutes Omen. Das Bad-Pokémon. Also Bad mit D geschrieben. Die kleine Fledermaus. Vampirella. Ein Weibchen. Und deswegen passt das natürlich wie der Zahn aufs Zahnfleisch oder so. Wo ist das eher? Da ist das eher. Vampirella. Sollte passen, oder? Oder die Vampirella. So kann man das natürlich auch aussprechen. Die Vampirella. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Wird erstmal auf Box Nummer 1 transferiert. Oder war es gerade die Frieden, die Rest in Peace Box? Wie auch immer. Willkommen im Team Zubat, I guess. Jetzt müssen wir erstmal wieder einen Schutz einsetzen. Um hier überhaupt weiterzukommen. Ach Gott, das erfordert eine Menge Geschick. So, nein! Nein! Ich wollte doch nur... Warte, muss ich den Gang wechseln? Ah, so konnte man den Gang wechseln. Killer hat verstanden. So, jetzt wieder wechseln mit Anlauf. Hui! Wie kommen wir an das Item? I see. Wir wollen erstmal das Item holen. Whee! So, einmal das. Eine Grip Claw. Was war das noch für ein Item? Lasst uns das eben einmal checken. Check. A Pokémon holds item that extends the duration of multi-turn attacks like Bind and Grab. Also relativ Schrott. Wo haben wir den Poison Barb her? Habe ich gerade ein Item eingesammelt, ohne zu checken, dass ich es eingesammelt habe? Anscheinend ja. Gut, auf jeden Fall haben wir einen Poison Barb. Nice to have, I guess. So, mein Schuss ist wieder ausgelaufen. Aber nicht für lange. Oh, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg nach oben. Ich muss an die Szene aus Pokémon denken, wo Rocco Zubat gebeten hat, in einer Höhle den Weg zu finden und seinen Schall... mit seinen Schallwellen, aber dann eine Horde Golbat stattdessen gefunden hat. Upsi! Das war nicht der Plan. Ich gehe dann fürs Üben mal ein paar magische Zirkel auf den Boden malen und Opfergaben für den Teufel sammeln. Also Kreativität kann man Rucksack nicht abstreiten. Do your thing, I guess. Okay, dann müssen wir wieder mit ein bisschen Anlauf und stoppen. Denn den Pokéball will ich holen. Ein Rare Candy. So, jetzt wieder mit ein bisschen Anlauf. Hui. So, einmal außen rum. Nein, schon wieder Schutz ausgelaufen. Und ich wette, sobald der Schutz ausgelaufen ist, das erste wilde Pokémon, das wir hier begegnen werden. Oh Gott, das kann dauern. Das wird richtig crap. Okay, das ging schneller als gedacht sogar. Da steige ich sogar mal vom Fahrrad. Sind die überhaupt irgendwo versteckte Items? Aber ein Teufelsbaby will ich nicht.
Ich meine, Rucksack ist ja schon die Ausgeburt des Teufels. Komm, ich will noch mal eben ein, zwei wilde Encounter hier bekommen. Was gibt es denn hier noch? Ich bin traurig. Just a little bit. Zum Glück haben wir Zubat bekommen. Oh ja, meine Freude ist überdrüssig. Ich laufe jetzt ganz viele Schritte nach oben und unten, um meiner Freude einen Ausdruck zu verleiten. Ich freue mich so sehr. Ich brauche ein bisschen Sport, um mich abzulenken. Hallo Sander Nummer 2. Das ist schön, dass es dich hier gibt. In so großer Stückzahl. Oh, hoffentlich kommt jetzt noch ein Sandan. Dann wäre mein Glück absolut perfekt. Denn alle guten Dinge sind 3 Sandans. Hallo Sandan Nummer 3. Wie viele von euch gibt es hier denn noch? Zu was war der Re-Encounter? Ich glaube tatsächlich auch. Mach 4. Komm, einer geht noch. Okay, Onyx gibt es ja auch. Da muss ich ehrlicherweise zugeben, gefällt mir Zubat ein bisschen besser. Aber hey. Aber ich glaube, es gibt hier noch ein anderes. Ja, es gibt hier noch ein anderes Sandan. Das gibt es natürlich auch. Übrigens, alle auf Level 21. Alle Sandans Level 21. Aber es gibt hier, glaube ich, noch ein etwas noch selteneres und stärketechnisch vielleicht sogar besseres Pokémon. Oh, wobei war es vielleicht nur auf der nächsten Etage. Nein, genau das meinte ich. Es hätte es auch hier auf dieser Etage gegeben. Wir hätten auch ein potenzielles Knackrack hier bekommen können. Hallo Gibbel, tschüss Gibbel. Einfach rumlaufen, bis Shiny Sandan kommt. Verdammt, er hat meinen Plan durchschaut. Nein, so lange... What the fuck? Hilfe? Was war das? Hallo, Knaxel. Aber es wäre dann blau, das Sandan. Also das hier ist immerhin blau, aber das ist kein Sandan. Das zählt nicht rein zufällig als Static Encounter, oder? Nee, komm, das machen wir jetzt auf jeden Fall nicht als Static Encounter. Dürfen wir also nicht fangen. Aber wir müssen es besiegen. Und ihr kennt die Gefahr, das Ding kann doch bestimmt Drachenwut. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Rucksack, was soll denn dieser Blick? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Wenn es immer dort auftaucht, wenn du das erste Mal da bist, bist du doch schon, oder? Dann doch schon, oder? Theoretisch ja, und ich glaube, das ist tatsächlich gescriptet, dass das Knackse hier immer an dieser Stelle kommt. Aber es lief zumindest nicht auf der freien Wildbahn? Auf der freien Weltbahn herum. Ich glaube, nur dann, wenn man es wirklich sehen kann als Sprite, dann zählt es als Static Encounter. Deswegen, wir müssen es leider besiegen. Und ich hoffe, dass er nicht auf Drachenwut geht, denn zweimal Drachenwut würde perfekt ausreichen. Takedown. Wie viel macht das? Okay, das ist in Ordnung. Denn wir haben einen vierfach effektiven Eiszahn. Der erstmal natürlich ins Leere geht. Ich glaube, wir fressen einen Schaufler. Also wir überleben einen Schaufler. Gehe ich hier trotzdem sicherheitshalber lieber zu Levitate? Also zu Gloriosa, um mit Levitate den Schaufler abzufangen. Ich glaube ja. Bevor da jetzt ein Crit kommt, der Crit des Todes und unser sehr wichtiges Tyrakrok tötet, machen wir es lieber einmal so. Wir haben jetzt Schaufler und Bodycheck gesehen. Was kannst du noch? Ach so, ja, natürlich. Du kannst natürlich nochmal Schaufler drücken.
Du hast ja gerade eben schon gesehen, dass Schaufler keine Wirkung hat. Also, aber ich probiere es einfach nochmal. Ich mache jetzt so lange Schaufler, bis es funktioniert. Das ist meine Taktik. Wird, glaube ich, aber eben nicht so funktionieren. Oh, und der Schaden ist eigentlich ganz okay. Sandstorm? Ja, mach du mal. Denn ein Sandsturm macht einem Stahl-Pokémon auch nichts aus. Aber es wird wahrscheinlich dadurch seine Ausweichchance erhöhen. Aber scheiß doch ein drauf. Takedown ist okay. Ich hätte Bock, bei der nächsten Nuzlocke meine Pokémon nach Genshin-Charakteren zu benennen. Kann man auf jeden Fall machen. Ich meine, es gibt eine große Anzahl von Charakteren. Da findet sich bestimmt auch zu jedem Pokémon irgendein passender Name. Der Block ist dafür, dass du dir Encounter ermogeln willst. Okay. Sprich, ist die Rate hier in diesem Stück höher, dass hier nur Kaumalat auftaucht eventuell? Fragezeichen. Lass uns das mal testen. Ist hier tatsächlich eine hundertprozentige... Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber ist hier eine hundertprozentige Kaumalat-Rate? Nee, ist es nicht. Okay. Das hätte mich aber auch sehr gewundert, ne? Ach, apropos Nuzlocke, Rose. Weißt du denn schon, wo du deine ROM herbekommst? Gute Frage. Ich glaube, hab sogar noch eine. Die Frage ist ja immer noch, King's Rock. Das ist gar nicht mal so schlecht. Flinch-Chance erhöhen. Das könnten wir eigentlich auch direkt unserem Kasua geben, oder? Nein, nicht usen. Du sollst es jemandem geben. Und ich glaube, es macht tatsächlich bei Kasua auch am meisten Sinn. Und mal kurz die Wunden noch heilen, die kleinen Wunden. So, Gloriosa auch einmal einen Trank drauf sprühen. Und Ei, genau, was wir jetzt machen, ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurückzulaufen. Wenn wir schon ein Dick haben, wir haben einfach Dick dabei, dann müssen wir Dick auch benutzen, um uns aus der Höhle zu schaufeln, mit unserem Dick. So, zack, sind wir wieder am Höhleneingang und gehen den regulären Weg. So, wenn ich erstmal hier wieder rausfinde. Dankeschön. Okay, hab keine. Rose, ganz schlecht vorbereitet, ganz schlecht. Warum? Nicht auf dem Gameboy? Mal ganz theoretisch gefragt, wäre... Ja doch, es wäre theoretisch möglich. Man konnte ja früher den Gameboy und auch den Gameboy Color ja irgendwie mit Modulen an den Fernseher anschließen. Und dann könntest du theoretisch über den Fernseher natürlich das Bild auch übertragen. Das würde schon theoretisch gehen. Eine Randomized oder eine normale? Na, wenn schon random, oder? Randomized. Wenn du 3000 Euro hast, einen DS umbauen zu lassen für Capture Card, let's go. Oh, 3000 Euro brauchst du ja jetzt nicht unbedingt. Aber den normalen Nintendo DS habe ich früher tatsächlich auch so eine Capture Card tatsächlich einbauen lassen. Das hat, ich glaube, 100 oder 120 Euro gekostet. Da gab es dann auch so eine kostenlose Software dabei und dann konntest du von deinem Nintendo DS und auch 3DS aus, konntest du dann tatsächlich so streamen. Aufnehmen und streamen, natürlich. Aber dann wird es mit den Randomizern natürlich ein bisschen schwierig, ne? Das wäre nicht das Problem. 120 Euro? Die piss ich! Bei den bei den Twitch-Money, das du verdienst, natürlich, das wissen wir doch alle. Ich meine, deswegen bist du doch auch die ganze Zeit auf Klo. Du, auf Klo ziehst du einfach deine Geschäfte durch, indem du einfach dein Geld zählst. Auch so für Zeichen Cash. Kryo, du bist auch hier. Ein wunderschön. Wenn's ums Cash geht, spar Kryo. Die alte gute Spar-Kryo. Oder der alte gute Spar-Kryo. Die Stärke kann ich dann sogar festlegen. Oh, Rucksack hat da schon Pläne. Okay, das finde ich jetzt schon ein bisschen rassistisch.
einfach Sandan und Sandama zu bannen, weil sie so stark sind, meinst du? Ja, okay. Kann ich verstehen. Sandan und Sandama sind einfach zu cool und zu stark. Würde einfach jeder nehmen, dass man die deswegen dann bannt. Gut, kann ich nachvollziehen. Deswegen, das wäre gemein. Nein, man will ja auch ein faires Spielerlebnis schaffen. Deswegen wäre das schon okay. Gut, Leute, aber jetzt gehen wir hier den Hauptweg. Und ich erinnere mich, oh nein, hier sind wieder Doppelkämpfe. Denn hier müssen wir so einem kleinen Mädel helfen, durch die Höhle zu finden. Das Gute dabei ist wieder, ihr könnt hier theoretisch gut trainieren. Aber doch nicht gegen einen Kleinstein. Ein Geodude. Ich glaube, ich setze erstmal tatsächlich wieder einen Schutz ein. Und ich hoffe, dass wir nach der nächsten Arena auch mal Superschutz kaufen können. Denn dieser Billigschutz, den wir uns hier die ganze Zeit aufklatschen, der wirkt nicht besonders lang. Und ich habe nur noch 5 Stück. Das ist nicht viel. Und hallo, Kryo. Hallo. Eek. Stay away from Miwa. Oh nein, nicht schon wieder ein Kind, das in der dritten Person von sich spricht. Hör doch auf. Was? Die will kämpfen? Okay. Hallo, Mira. Hallo, Togetic. Hey, Ruxik, das ist eins deiner Lieblings-Pokémon. Das konnte ich mir aus dem letzten Stream merken. Level 27. Okay. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall ein Kadabra im regulären Spiel hatte. Und sie wird hier bestimmt schon einen Simsala haben, oder? Wobei, mit Umbra haben wir einen sehr guten Konter. Töte es! Bin dabei! Nils, das ist deine Aufgabe. Fun Fact, Preis-Leistung bei Superschutz ist besser als bei Topschutz. Ja, da hast du absolut korrekt. Deswegen ist Superschutz auch mein Lieblingsschutz. Und schon wieder verwirrt. Ich will nicht verwirrt sein. Nils, bitte komm durch. Oh, was mir gerade auffällt, was sehr ungewöhnlich ist, dass das Togetic Aircutter kann. Und dass das ganz schön Schaden macht. Aber vor allem ist das sehr selten, dass weibliche Trainer männliche Pokémon haben. Und umgekehrt genauso. Das Togetic ist einfach mal männlich. Dann legen Killer und ich die Sachen fest, die gerandomized werden. Und Kryo macht das für Killer und Rucksack für mich. Der Plan nimmt weiter und weiter Formen an. Problem ist jetzt gerade, wenn ich mich wieder selber verletze und der Aircutter quittet, ist Nils Geschichte. Und darauf habe ich aus Gründen keine Lust. Deswegen wechseln wir mal zu Gloriosa. Ich muss den Namen einfach immer wieder so betonen. Ich liebe diesen Namen. Und noch ein Fun Fact. Ich habe Hunger, Killer. Gib mir eins deiner Pokémon. Ich brauche Fleisch. Ein gebratenes Stück Fleisch. Also ich habe da ein Rotom auf der Bank. Das ist noch fast ganz frisch. Das kannst du gerne haben. Ist zwar nicht viel dran, aber hey. Oh nein, Lord Helix wurde beschworen. Das moscherate Schicksal zeigt auf Franklin. Er hat in den Spiegel gesehen. Ein folgenschwerer Fehler. Gott sei Dank ist Franklin gerade nicht in unserer Gruppe. Der wird also höchstwahrscheinlich nicht als nächstes sterben. But you know, you're supposed to be the ultimate lucky student, right? But to have such a cruddy door. Ja, da hast du wohl recht. Deswegen, okay, resistieren wir. Richtig? Ja, resistieren wir. Das macht aber ganz schön Schaden. Und unser Sondersensor hingegen wird gar nichts machen, richtig? Gut, aber wir haben ja noch den Gyroball. Warum habe ich den eigentlich nicht direkt eingesetzt? Weil ich doof bin. Denn Togetic ist doch auch schon eine Fee. Und Feen sind anfällig für Stahlattacken, so sagt man. Wow. Wie man sieht, extrem anfällig auf Stahlattacken. Das Togetic hat es fast aus dem Leben gekickt. Guck mal, wie entsetzt es guckt. Oh, oh, what's happening here? Es hat schlimme Dinge gesehen. Ich glaube, wir schläfern es mal ein. Selbst ein Crit sollten wir noch überleben. Es sei denn, wir haben eine schlechte Roll. Nee, aber das überleben wir. Und natürlich geht die Hypnose daneben. Hey. Es geht schon wieder los. Ich kann jetzt auch nicht zu Umbra.
der von Dancing Beam erstmal sehr effektiv getroffen wird. Ach Gott, verdammte Scheiße. Wir hätten Eis fängen mit Sobek. Wir hätten Eis fängen mit Sobek. Punkt. Viel mehr haben wir hier gerade nicht. Und es ist schon wieder das erste Pokémon, das uns hier gerade extreme Probleme bereitet. Was zur Hölle? So, wie viel Schaden macht das? Boah, way, way too much. Heilige Scheiße. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir schneller sind. Wir sollten eigentlich schneller sein. Und der Eisfang trifft. Und tötet vor allem. Nö, tötet nicht. Und das Ding kriegt auch noch eine Beere. Und es kann sich auch noch heilen. Oh Gott. Aber wir two-hitten ihn. Boah, Eisfang darf jetzt nicht missen. Oder mach den Flinch. Ich bin tot! Mach den Flinch. Oder Freeze! So geht's auch. Das kam sehr, sehr gut. Zum richtigen Zeitpunkt. Tschüss, Togetic. Du warst extremst nervig. Holy shit. Und sie hat ja nur noch drei andere, wahrscheinlich gleich starke. Porygon 2, was? Eine Ente. Nennt sie etwas, mit der Hilfe sie schwimmen können. Eine Ente, eine Porygon. Quack. Diesen Ausruf kenne ich irgendwoher. Ausgezeichnet. Was wird Porygon jetzt machen? Wird er jetzt auf die Elektroattacke gehen? Eine Ente! Ente, 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 Ente. Und damit ist kein Enton ausnahmsweise gemeint. Porygon kann Elektroattacken, wahrscheinlich Psystrahl, was Nils sehr effektiv treffen würde. Triplette, eine sehr gute Step-Attacke. Oh, und es könnte auch Ampelleuchte haben. Es würde nahezu fast jedes unserer Pokémon irgendwie effektiv treffen. Oh, shit, ein Didi. Ich glaube, ich gehe mal auf Natara. Drück auf Wunschtraum. Und gucke, was so passiert. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Da kommt die Elektro. Oh nein, bitte nicht den Special Angriffsboost. Bitte nicht. Natürlich bekommt er den Boost. Get a freeze! Ja. In dem Fall war es nicht Gerda, sondern Sobek Freeze! Und es kam wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt, wie bei dir damals. Okay, ich habe eine ROM zur schwarzen Edition gefunden, wobei ich auch weiß. Was? Achso, auch weiß gerne mal spielen würde. Okay. Die Edition weiß. Ich dachte gerade nicht an die Farbe weiß. Die habe ich auch noch nie gespielt. Wobei schwarz und weiß ist natürlich jetzt auch kein gravierender Unterschied. Ich gehe erstmal auf den Wish. Er kann Ampelleuchte. Und das wird Schaden machen. Das wird eine Menge Schaden machen. Wir haben ein verdammtes Problem gerade. Ein verdammtes Problem. Was machen wir jetzt?
Wenn der auch noch Psi-Strahl kann. Haben wir vermaledeit ein Problem. Nidoking hat auch keine gute Spezialverteidigung. Und da Porygon geschlechtsneutral ist, bekommen wir auch keinen Boost im Angriff. Das ist die einzige Chance, die ich jetzt hier gerade sehe, dass wir diesen Kampf irgendwie gewinnen, ohne Opfer, ist, dass wir zu Nidoking gehen und hoffen, dass Porygon nicht Psi-Strahl kann. Sonst kann Porygon potenziell das gesamte Team jetzt sweepen. Aber was soll ich anderes tun? Ich meine, selbst wenn er jetzt die Psycho-Attacke kann, er wird sie jetzt nicht einsetzen. Triplett, oh shit, nein, rip Nidoking, oh fuck. Und natürlich ein Crit, ach come on ey. Und der Wunschtraum geht jetzt auch in... Wir sind richtig am Arsch. Bei Nils, ja. Oh Nils, es tut mir leid. Hat Porygon eine bessere Defense oder eine bessere Special Defense? Also hier wird mindestens noch ein weiteres sterben. Mindestens. Mit Fliegel hätten wir den Durchbruch, aber der will, glaube ich, keine Triplette überleben. Mir fällt gerade nichts Besseres ein, als Lavaplume zu drücken und zu hoffen. Also das mit der Arena wird heute definitiv nichts. Macht ein Durchbruch mehr als Lavaplume. Ich gehe mal auf Lavaplume. Vielleicht kommt der Burn. Boah, macht das wenig. Boah, macht das wenig Schaden. Oh, was zur Hölle. Ein Feuer-Pokémon und das einfriert, natürlich. Ich glaube, ich muss Flegel jetzt down gehen lassen. Ich werde in dieser Runde dann unser Heil-Item für diesen Kampf einsetzen, um Gloriosa zu heilen. Und hoffen, dass verdammte Axt die Hypnose trifft. Ansonsten sehe ich hier keine Chance, wie wir das Porygon noch klein bekommen. Goddammit, ey. Ja.
Rip Flegel. War schön mit dir. Wir werden gerade von einer Ente fertig gemacht, by the way. Ich bin tot! Okay, Hypnose trifft. Was machen wir jetzt? Was macht jetzt potenziell am meisten Schaden? Wir müssen hoffen, dass Porygon mindestens 2 Runden pennt. Attack 55. Attack 59. Kasua raus und Aeroas, I guess. Oh Mann. Mal gucken, ob wir den Kampf überhaupt überstehen mit unserem Team. Ach, by the way, ich kann da mal ganz kurz. Zumindest schon mal die Toten ausblenden. Hey, Nidoking. Tschüss, Igelaber. Tja, auf das Beste hoffen, wa? Bitte pennen noch eine Runde. Wenn er aufs Chartspiel geht, sind wir wieder down. Oh, das wird knapp. Nein, es ist aufgewacht. Charge Beam trifft. Rest in Peace, Kasua. Und natürlich bekommt er nochmal den Special Angriff Boost. Leute, dass, wenn das irgendwie hier noch machbar ist, so oder so müssen wir komplett neu trainieren. Oh Gott, das wird schrecklich. Wird ein Knirscher jetzt ausreichen? Nee, ich glaube nicht. Aeroas mit Step hat 90 Base-Angriff. Und ich glaube, Knirsch hat nur 80, ne? Ja. Oh. Das Ding ist, wenn ich jetzt Gloriosa wird langsamer sein. Porygon steht da mit verdoppeltem Angriff. Es wird Gloriosa mit Ampelleuchter auch töten. Muss zu Sobek rein. Und auf ein halbes Wunder hoffen, dass der Crunch warum auch immer ausreicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, RIP, das schaffen wir nicht mehr. Wir haben noch ein Item, aber... das bringt uns jetzt an dieser Stelle gar nichts mehr. Das Porygon wird uns komplett zerlegen. P-
Porygon 2 Sweep. Ja, ich hab's doch gesagt, das kann potenziell unser gesamtes Team auseinandernehmen. Das Einzige, was wir jetzt hoffen können, Flinch oder Freeze. Und es ist sogar schneller. Ja, okay, never mind. Rest in Peace. Also den One haben wir auf jeden Fall verloren. Es sei denn, die Flinkklaue triggert jetzt. Nö. Er macht sogar eine nicht sehr effektive Attacke, aber selbst das wird wahrscheinlich ausreichen. Wir leben! Alter, immer noch dieses kleine Fünkchen Resthoffnung. Ich meine, wir haben noch ein Item. Ich sagte ja, wenn er unterschätzt. Und dabei dachte ich an wen völlig anderes. Ich unterschätze niemanden, im Gegenteil. Ich habe ja die Gefahr von Porygon, als es rauskam, sofort gesehen. Aber wir hatten echt Pech mit dem Freeze, also seinem Freeze. Und dass sein per Charge-Spiel zweimal gleich der Spezialangriff gestiegen ist. Bringt es jetzt was, das Heil-Item für Gloriosa noch einzusetzen? Einfach angreifen oder erst auf den Wunschtraum gehen. Zweiter Sleep Turn. Verteidigung senken eventuell. Ne. Ne, da kriegen wir nicht hin. Ne. Ja, Leute, die Frage, die ich mir jetzt hier gerade stelle, was machen wir? Ich müsste ja ein komplettes neues Team hochtrainieren. Wollen wir das jetzt hier gemeinsam im Stream machen? Oder sagen wir an dieser Stelle, natürlich nochmal der Special Angriffs Boost? Oder sollen wir heute... Ich glaube, das machen wir. Dass wir heute vielleicht mit dem Finale von Zero Escape dann weitermachen. Dass wir das heute zum Ende bringen. Denn ich möchte euch jetzt eigentlich nicht antun, das ganze Leveling im Stream zu machen. Das würde ich dann offscreen machen. Und dass wir stattdessen vielleicht heute dann tatsächlich... Genau, stattdessen was anderes streamen, ja. Ich glaube, so werden wir das machen. Ach Gottchen, erstmal hier nochmal der Vollständigkeit her halber. Unser komplettes Team einfach gewreckt. Was wir noch eben auf jeden Fall machen werden, Items abnehmen. Oh Mann, nach Tara... Und vor allem, oh, ein potenzielles Imperator. Oh. Das tut schon richtig weh. Also ein Pokémon müssen wir gleich natürlich erstmal aufnehmen. In welcher Reihenfolge sind wir denn gestorben? Ich habe keine Ahnung. Zuerst... Ach doch, Nidoking.
traf es zuerst durch den Crit. Nils, es tut mir leid. Als zweites Flegel, die den Freeze abbekommen hat. Rest in Peace. Dann müsste es Kasua Staravia erwischt haben. Rest in Peace. Dann Sobek, den wir gerade ganz frisch... Genau, eine Gedenkminute für die 6 Gefallenen hier. Sobek gerade ganz frisch ins Team gekommen. Das ist doppelt und dreifach bitter. Nachtara. Oh, ich liebe Nachtara. Aber auch hier wieder frühzeitig Umbra, das von uns gegangen ist. Ich nehme schon mal Knogger mit. Roast wird auf jeden Fall mit ins Team bekommen. Hey Roast, du hast deinen Willen bekommen. Du bist jetzt auf jeden Fall wieder mittendrin statt nur dabei. Beim Rest muss ich mal überlegen. Wir können uns mal eben Zubat angucken. Vampirella. Oh, immerhin hat Vampirella ein sehr gutes Wesen. Speed plus, Special Attack minus. Will mir gefallen. Das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit. Ich packe mal alle potenziellen Pokémon, die ich eventuell trainiere, hier nach unten. Schetoros als neuer Tank. Ich überlege mir tatsächlich auch Rabauz eventuell mitzunehmen. Sonst noch irgendjemand potenziell ist dabei? Georock eventuell, wobei, wenn wir Schetoros haben, brauche ich nicht unbedingt noch einen Georock. Ach, das Minus Special Angriffs Briok Nebulak. Ach stimmt, wir haben natürlich auch noch die Starter, ne? Die sind natürlich auch noch nicht zu verachten. Poseidon eventuell. Da will ich mir aber, glaube ich, offscreen tatsächlich mal Gedanken machen. Hättest du mal einen Aquana gehabt? Na, ich glaube, Aquana hätte an dieser Stelle das Ruder leider auch nicht mehr umgerissen. Oder umgerissen? Umgerissen. Weder noch. Ich speichere mal an dieser Stelle. Quapsel für später Quappo wegen Wasserkampf. Wäre eventuell eine Option. Müssen wir mal gucken. Wobei Wasser haben wir ja noch genügend Alternativen. Ich überlege mir gerade sogar, nochmal in die zweite Stadt zurückzureisen. Denn da gab es ja auch noch einen Platz, wo wir angeln können. Wo wir potenziell ein Carpador fischen könnten. Sprich noch ein potenzielles Garados dazu holen könnten. Ah, das tut schon ein bisschen weh und ist irgendwie gerade so ein bisschen demotivierend. Liebe Leute auf YouTube, vielen Dank fürs Dabeisein bei diesem heute sehr kurzen Part tatsächlich. Aber ihr habt ja gesehen, es kann wirklich ganz, ganz schnell gehen, gerade in solchen ROM-Hacks. Ein einziger Gegner, ein einziges Pokémon auf dem falschen Fuß erwischt und zack, wirst du einfach durchgesweept. Aber gut, YouTube, vielen Dank an dieser Stelle. Wir werden an dieser Stelle diesen Part beenden. Ich werde zum nächsten Mal ein neues Team zusammenstellen und dann schauen wir uns und sehen wir uns beim nächsten Mal an der gleichen Stelle wieder im gleichen Kampf. Diesmal ein bisschen besser vorbereitet hoffentlich, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass die kleine Dame, deren Name ich schon wieder vergessen habe, dass sie kämpfen will. Aber gut, in dem Sinne, haut da rein und tschüss.